Man nennt mich Altangaril. Schon meine Vorfahren waren Nomaden. Seit 20 Jahren lebe ich mit meiner eigenen Familie in der Steppe und hüte unser Vieh. Speziell unsere Musik handelt von der mongolischen Geschichte und unseren Bräuchen. All das sind unsere nie versiegenden Quellen. Durch die Mongolei mit der Hauptstadt Ulaanbaatar startet im gebirgsreichen Norden des Landes. Wir folgen den Gleisen der transmongolischen Eisenbahn in südliche Richtung, durchqueren die Weiten der Steppe und erreichen nach etwa 800 Kilometern die Wüste Gobi und das buddhistische Kloster Hamrin Hit. Im Bahnhof Dachan, unserer ersten Station, trifft die Kunst der kommunistischen Vergangenheit auf die Werbeschriften der Gegenwart. Wo einst sozialistische Planwirtschaft regierte, hat nun der freie Markt das Sagen. Dachan ist die drittgrößte Stadt der Mongolei. Erbaut 1961 mit massiver Unterstützung der damaligen Sowjetunion. Die Namensgebung ist kein Zufall. Dachan bedeutet Schmied und spiegelt die Wichtigkeit der Stadt als Standort für die Metall- und Schwerindustrie wider. Nur selten verirren sich Touristen in den Bahnhof der Großstadt. Der schnörkellose Zweckbau ist für die Berufspendler und reisenden Händler der 100.000 Einwohnermetropole bestimmt. Dachan verbindet als Verkehrskreuz regionale Strecken mit der transmongolischen Eisenbahn in Richtung Ulaanbaatar und weiter bis zur chinesischen Grenze. Wer die Bahn in Richtung Hauptstadt nimmt, sollte Zeit einplanen. Für die knapp 250 Kilometer benötigt der Zug über 7 Stunden. Grund sind die vielen Halte unterwegs. Zudem ist die Eisenbahninfrastruktur nicht mit europäischen Standards vergleichbar. Die streng uniformierten Zugbegleiterinnen sind für die Fahrkartenkontrolle direkt an der Wagentür verantwortlich. Und sie nehmen diese Aufgabe außerordentlich ernst. Denn Respekt und Autorität sind in der Mongolei wichtige Prinzipien, die es zu beachten gilt. Über Lautsprecher läuft parallel der Warnhinweis, dass es strengstens verboten ist, selbsterlegte Murmeltiere auf die Reise mitzunehmen. Denn im Fell der mongolischen Delikatesse finden sich immer wieder Flöhe, die als Überträger der Pest gelten. Nur etwa 3 Millionen Menschen leben in der Mongolei. Dabei ist das Land mehr als 4-mal so groß wie Deutschland. Die riesigen Entfernungen und die Weite des Landes lassen sich bereits aus dem Zugfenster erahnen. Körperlich sogar spürbar ist die Höhenlage der Mongolei. Denn ein Viertel des Landes liegt zwischen 2000 und 3000 Metern über dem Meeresspiegel. Ein wenig Zeit zur Akklimatisierung sollte man sich als Reisender daher gönnen. Auf halber Strecke zwischen Dachan und Ulaanbaatar beginnen die Ausläufer des Khentie-Gebirges. Die Bergkette gilt als Geburtsregion des größten Mongolen aller Zeiten, Chinggis Khan. Ja.
Der Name Chinggis Khan, im Ausland zumeist als Synonym für Eroberung, Brutalität und Manneskraft verwendet, steht beim eigenen Volk vor allem für kluge Politik. Der Gründer des Mongolischen Reiches gilt als Förderer von Handel, Bildung, Kunst und Kultur. Besonders die Religionsfreiheit ist eines seiner wichtigsten Vermächtnisse. Wir folgen den Gleisen weiter in Richtung Ulaanbaatar. Der Zug ist in der Mongolei meist die bequemere und schnellere Wahl. Die Straßen sind nicht mit asphaltierten Trassen in Europa vergleichbar. Weite Landesteile sind noch gar nicht erschlossen. Dafür ist die Chance sehr groß, mitten im Nirgendwo auf freilaufende Viehherden zu treffen. Über kilometerweite Strecken suchen die Tiere, oft allein, ohne ihre nomadischen Besitzer, die besten Weidegründe in der kargen Landschaft. In den wenigen Sommermonaten müssen sie sich so viele Reserven wie möglich anfressen, denn der harte mongolische Winter beginnt oft schon im August mit den ersten Schneefällen. Die Reisezeiten in der Mongolei sind sehr lang, auch im Zug. Die Eisenbahninfrastruktur und oft auch die Fahrzeuge sind Jahrzehnte alt. Nach gut 7 Stunden Fahrt von Dachan in die Hauptstadt Ulaanbaatar ist man froh, trotz herrlicher Landschaft endlich anzukommen. Die Großstadt begrüßt ihre Gäste mit grauem Betoncharme. Selbst Einheimische sagen, die Mongolei muss man lieben, Ulaanbaatar muss man ertragen. Der Hauptbahnhof Ulaanbaatar ist die größte Bahnstation des Landes und wurde 1938 eröffnet. Bis heute bildet er ein wichtiges Drehkreuz für den nationalen und internationalen Verkehr mitten im Herzen der Mongolei. Der Zug ist das wichtigste Verkehrsmittel in dem zentralasiatischen Land. Nicht nur für Touristen und Pendler. Auch einheimische Kleinhändler nutzen die bezahlbaren Bahnverbindungen in die Nachbarländer wie Russland und China. Nach langen Einkaufstouren kommen täglich Hunderte von ihnen mit neuer Ware in Ulaanbaatar an und schleppen ihren Neuerwerb in die Läden und Kioske der Hauptstadt. Knapp die Hälfte aller Einwohner der Mongolei, etwa 1,5 Millionen Menschen, lebt in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Das wirtschaftliche Zentrum des bodenschatzreichen Landes erfährt derzeit einen enormen Aufschwung. Die Metropole gilt als Symbol für eine reiche, wachstumsorientierte Mongolei. Zu Hunderttausenden zog es die Menschen in den letzten Jahren hierher, um ihr Glück zu versuchen. Den wenigsten ist es gelungen. Mittlerweile spricht man von der größten Landflucht, die die Mongolei je gesehen hat. Vor allem die Jugend möchte dem Westen, aber auch dem asiatischen Osten, in nichts nachstehen. Das traditionelle Nomadenleben ist jedoch selten eine Option für die Zukunft. Wir haben einen Song, der sich mit dem rasanten technologischen Fortschritt beschäftigt und besonders den Moment widerspiegelt, ab dem ein zu viel der technologischen Optimierung eintritt.
Ab diesem Punkt sucht der Mensch einen Ort der Entschleunigung und kehrt wieder zurück zur Natur und den Ursprüngen des Lebens. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir den Menschen und vor allem der mongolischen Jugend mitgeben wollen. Ein Lokfriedhof mitten in Ulaanbaatar. Für die Band Jonon eine symbolische Kulisse für die Zukunftsängste einer ganzen Generation. Umweltschutz, Arbeitslosigkeit und auch die Gefahren einer unkontrollierbaren Technisierung. All das sind Themen, die sie in ihren Songs verarbeiten. Ihre musikalische Muse jedoch finden die Studenten in den alten Legenden, Traditionen und Klängen ihrer mongolischen Kultur. Unser zweiter Reiseabschnitt führt von der Hauptstadt Ulaanbaatar auf den Gleisen der transmongolischen Eisenbahn bis in die 250 Kilometer entfernte Stadt Chör, mitten in der mongolischen Steppe. Der Hauptbahnhof Ulaanbaatar, 7 Uhr morgens. Auf den Zug in Richtung Chör wartet ein wirklicher Held. Gyurakcha Jügderdermidin ist der bisher einzige Mongole, der ins All reiste. Seit seinem Raumflug 1981 wird er im Land verehrt wie ein Superstar. Der pensionierte Generalmajor der mongolischen Luftstreitkräfte war bis 2004 auch Verteidigungsminister des zentralasiatischen Staates. In Erinnerung blieb er den Mongolen jedoch als heldenhafter Kosmonaut. Der erste Weltraumflug eines Mongolen war ein großes Ereignis für unser Volk und wird als historisches Geschehen in der Geschichte der Mongolei verankert bleiben. Junge Menschen erfahren heute darüber aus Zeitungen und Zeitschriften, aus Radio und Fernsehen, von den Eltern, Verwandten und Geschwistern. Die Mongolen haben somit dieses Ereignis fest in ihr Gedächtnis eingebrannt. Zeit hat der pensionierte Generalmajor nur selten. Bei militärhistorischen Vorträgen spricht er über seine Erfahrungen als Forschungskosmonaut innerhalb der sowjetischen Weltraummission Sojus 39 und seines achttägigen Aufenthaltes auf der Raumstation Sajut 6. Zur Krönung seiner Karriere bekam Gyurakcha Jügderdermidin den Titel Kosmischer Held der Mongolei verliehen, als einziger lebender Mongole überhaupt. Nun gut, ich gedenke meinem selbst nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Was habe ich bisher erreicht? Welche Errungenschaften sind mir gelungen? Solche Überlegungen stelle ich nicht oft über mich an. Das, was mir jedoch wichtig ist, ich möchte derselbe Mensch bleiben wie der, der ich vor dem Flug ins All war. Mein Raumschiffkommandant und Freund Wladimir Alexandrowitsch Tschanibekow sagte mir damals Folgendes: Nach der Raumfahrt hast du viele Freunde, aber vergiss bitte nicht deine alten Freunde. An diese seine Worte denke ich bis heute zurück. Daher wünsche ich mir, in der Öffentlichkeit als der wahrgenommen zu werden, der ich wirklich bin. Für seine Landsleute ist der Kosmonaut noch heute ein Vorbild, eine Leitfigur, und eine sicher auch durch die frühere sowjetische Propaganda idealisierte Autorität. Seine Mitfahrt auf dem Zug ist angekündigt. Das gesamte Zugpersonal und sogar der Koch wissen über das Kommen des berühmten Mongolen Bescheid. Nun heißt es für den extra eingesetzten Sternekoch, auf wenigen Quadratmetern in einer wackeligen Zugkombüse vorzeigbare Delikatessen zu zaubern. Was ist das?
Leckere Teigtaschen und Kartoffelsalat werden den kosmischen Helden serviert. Die Teigtaschen sind mit Rindfleisch und schmackhaftem Hammelschwanz gefüllt. Das werden ausgezeichnete Teigtaschen. Natürlich lässt es sich der Koch nicht nehmen, seinem Helden das Essen im Speisewagen persönlich zu servieren. Der Kartoffelsalat nach deutschem Rezept ist übrigens eine kulinarische Adaption aus Zeiten der Völkerfreundschaft zwischen Mongolei und DDR. Gute 3 Stunden dauert die Fahrt im transmongolischen Schnellzug bis nach Chör in der Provinz Gobi Sümba, mitten in der mongolischen Steppe. Für Gürakcha, Jügda Dermidin, ist die Stadt keine Unbekannte. Bis Anfang der 1990er Jahre befanden sich Stützpunkte der sowjetischen und mongolischen Luftwaffe in der Region rund um Chör. Der Bahnhof hatte somit auch eine militärische Bedeutung. Der Kosmonaut kennt ihn gut. Aus diesem Grund haben die Bahnhofsmitarbeiter den prominenten Gast zu sich eingeladen und halten den historischen Moment stolz fest. Die transmongolische Eisenbahn schlängelt sich weiter in Richtung chinesische Grenze. Wir verbleiben noch etwas in der wildblühenden mongolischen Steppe rings um Chör. Seit Jahrhunderten ist die gesamte Region von der nomadischen Viehzucht geprägt. Kamelherden leben hier ebenso frei in ihrer natürlichen Umgebung wie Pferde, Schafe oder Ziegen. Die Mongolei sitzt auf einem riesigen Bodenschatz. Rings um Chör entwickelt sich eines der größten und wichtigsten Zentren des Abbaus von Eisenerzen, Kupfererzen und Braunkohle. Gewinner sind jedoch weniger die mongolischen Bergbaufirmen. Vielmehr profitieren internationale Großinvestoren und Energieriesen vom Rohstoffreichtum des Landes. Für die mongolische Eisenbahn sind es gute Entwicklungen. Das Netz wächst, Arbeitsplätze entstehen. Die Wirtschaft hat einen großen Einfluss auf den Ausbau und die Weiterentwicklung der Eisenbahn. Und umgekehrt. Die mongolische Bahn expandiert zurzeit. Die Lokomotiven und Triebwagen werden fortschrittlicher. Das Schienennetz und die gesamte Bahnlogistik wird gerade erneuert. Vor allem der Güterverkehr nimmt zu. Die Zukunft unserer Eisenbahn sieht daher wirklich vielversprechend aus. Die meisten Rohstoffe werden in die Nachbarstaaten exportiert. China jedoch nutzt eine andere Spurbreite als die Mongolei, deren Gleisnetz auf russischer Breitspur basiert. Ab der chinesischen Grenze müssen daher alle Waggons umgeladen werden. Ein enormer zusätzlicher Kostenfaktor. Russische Technik findet sich auch bei den Lokomotiven. Von dieser russischen Lokomotive gibt es gegenwärtig 31 Stück in der Mongolei. Speziell diese ist seit 2010 für uns im Einsatz. Die Lokomotive kann bis zu 5000 Tonnen ziehen.
und hat mit ihren zwei Motoren insgesamt 7212 PS. Sie hat eine lange Probezeit hinter sich gebracht und bewiesen, dass sie auch die langen Strecken und die harten mongolischen Winter sehr gut übersteht. Scheinbar mühelos ziehen die schweren Dieselmaschinen, die endlos scheinenden Waggonschlangen durch die einsame Steppenlandschaft. Tag und Nacht. Auch im Bahnhof Chur herrscht trotz einbrechender Dunkelheit keine Ruhe. Mit dem Erstarken der Wirtschaft wächst parallel der Verkehrsknotenpunkt. Die Geschichte der Mongolei und damit auch der Eisenbahn ist eng verwoben mit der des russischen Nachbarn. 1921, mit Gründung der Sozialistischen Volksrepublik Mongolei, trat die damalige Sowjetunion an die Seite des wirtschaftlich schwächeren Verbündeten. Ingenieure in Moskau entwarfen die Strecken. Mongolische Gleisarbeiter, aber auch Zwangsarbeiter aus den stalinistischen Gulags setzten das gigantische Projekt um. 1111 Kilometer Gleisanlagen durch schwierigstes Gelände brachten den Fortschritt ins Land. Ein Erfolg auch für die Sowjets. Sie lockte der Reichtum an Bodenschätzen. Doch auch militärische Aspekte spielten eine große Rolle bei der brüderlichen Hilfsaktion. Die transmongolische Bahnverbindung von der russischen Grenze im Norden bis nach China im Süden ist noch heute das Rückgrat des gesamten Zugverkehrs in der Mongolei. Wegen der enormen Entfernungen fahren viele Personenzüge über Nacht. Die langen Reisezeiten lassen sich in den Schlafwagen besser überbrücken. Auch Chur liegt auf der Route der sogenannten Händlerzüge. Denn die meisten Fahrgäste an Bord sind mongolische Kaufleute auf dem Weg zum chinesischen Nachbarn. Dort kaufen sie preiswert Waren ein, die später im heimischen Laden mit Gewinn veräußert werden. Ein Großteil der mongolischen Bevölkerung lebt mittlerweile von dieser Arbeit. Auch einige Frauen aus Bulgaren, einer Stadt in der nördlichen Zentralmongolei. Vier Tage verbringen wir allein mit Zugfahren. Rechnet man den ganzen Einkauf in Peking oder noch weiter entfernt ein, ist man mindestens 10 Tage unterwegs. Um zwischen den Ländern hin und her zu reisen, nehmen alle, sowohl die Kleinen als auch die Großhändler, die Bahn. Warum wohl? Der Zug ist sicher für die Menschen und auch den Transport der Waren. Und der Zug ist fast bewohnbar. Die Bahnreisenden können darin schlafen, essen, trinken und relaxen. Viele der mongolischen Handelsreisenden haben andere Berufe erlernt. Badam Garaf studierte in den 1970er Jahren mongolische Literatur. Ihr Mann ist Kunstmaler. 1992 fand die politische Wende statt und wir gingen in eine marktwirtschaftliche Gesellschaft über. Plötzlich galt: Trinkst du ihr Wasser, dann befolge auch ihre Sitten. Vieles wurde privatisiert, Staatsbetriebe zersplitterten in Kleingewerbe. Viele Menschen, auch Akademiker, wurden arbeitslos, die Löhne sehr gering. Seitdem sind wir wieder sogenannte Sattelschnurhändler. Der Begriff des Sattelschnurhändlers stammt aus der mongolischen Vergangenheit. Er bezeichnet jene nomadischen Kaufleute, die ihre Ware am Sattel des Pferdes festbanden und so zum Verkauf ritten. Der historische Bezug scheint es den gegenwärtigen Handelsreisenden etwas leichter zu machen, ihr oft sehr anstrengendes Los zu akzeptieren.
Von der Bahnstation Seinshant aus sind es noch weitere 5 Stunden Zugfahrt bis zur chinesischen Grenze. Wie sehr sich die Landschaft auf den letzten Zugkilometern verändert hat, wird erst nach Sonnenaufgang sichtbar. Die sattgrüne Steppenlandschaft ist der ockerfarbenen Unendlichkeit der Wüste Gobi gewichen. Mit einer Fläche von etwa 1.300.000 Quadratkilometern ist sie die größte Wüste Asiens. Die Wüstenstadt Seinshant liegt etwa 250 Kilometer südöstlich von Chör an der transmongolischen Eisenbahn. Knapp 40 Kilometer weiter befindet sich das buddhistische Kloster Hamrin Hit. Die Klosteranlage aus dem 19. Jahrhundert liegt in der östlichen Gobi und ist ein wichtiges Zentrum für den mongolischen Buddhismus. Mönch Gernto Möhr reist mehrmals im Monat mit dem Nachtzug aus Ulaanbaatar an. Es ist eine Flucht aus der Enge der Stadt, betont der Buddhist. Erst hier in der kargen und menschenleeren Weite wäre ihm bewusst geworden, was Freiheit und mongolische Identität verbinde. Freiheit bedeutet für mich Verantwortung. Wenn wir Freiheit haben, müssen wir diese verantwortungsbewusst betrachten. Ja, ich bin frei. Ich bin Chinggis-Mongole. Aber anstatt mir mit der Faust auf die Brust zu klopfen, versuche ich mir, mehr aus der Welt zu machen. Ja, ich betrachte mich als Mongole, aber ich betrachte andere nicht als fremd. Und ich bin buddhistischer Mönch. Also habe ich Verantwortung. Jedes Jahr im Herbst treffen sich hunderte Pilger und Gläubige aus der ganzen Mongolei in Hamrin Hit. Ein ritueller Gang durch die steinige Wüste rund um die Klosteranlage soll böse Omen vertreiben und die Lebensenergie jedes Einzelnen erneuern. Nach Glauben der mongolischen Buddhisten fließt genau an diesem unwirklichen Ort die gesamte Energie der Welt zusammen. Das Kloster Hamrin Hit ist mittlerweile ein Symbol, ein Bekenntnis zu Freiheit und Unabhängigkeit aller Mongolen. Seine Geschichte soll kommende Generationen lehren, hoffnungsvoll, selbstbewusst und selbstbestimmt nach vorn zu blicken. Unsere Entdeckungsreise durch die Mongolei neigt sich dem Ende zu. Vieles wäre noch zu erzählen. Doch wie sagt ein altes mongolisches Sprichwort? Einmal gesehen ist besser als 1000-mal gehört.